So, hallo, da bin ich wieder. Ich wollte ein ganz schnelles Design ausprobieren. Und zwar habe ich den grundiert mit Blau-Violett von Color Your Nails. Das changiert, ich habe schon die Schwitzschicht abgemacht. Changiert ein bisschen in Lila und Pink. Und die Grundfarbe ist halt blau. Und wollte mit Weiß stempeln. Und zwar dieses Motiv hier vorne. Dieses Blumendesign. Und das ist die Moira Stampingplatte Nummer 10, Floretti Nummer 2. Was ihr für ein Motiv nimmt, ist vollkommen egal. Aber ich wollte jetzt dieses Blumenmuster machen und werde den jetzt da drauf stempeln. So, darauf ist es. Und dann möchte ich das ziemlich mittig machen. So, alles drauf. So schaut er jetzt aus. Und dann habe ich von Trend Nails ein Glasgel in Pink MT10. Was anderes steht leider da nicht drauf. Ihr könnt natürlich jedes andere Glasgel auch nehmen. Ich habe jetzt halt nur das oder schwarz, aber schwarz wollte ich jetzt nicht. Ihr könnt auch die Glasgele selber anmachen, indem ihr ein klares Gel nehmt und da die Farbe eurer Wahl einmischt, dann wird das auch glasig. Und jetzt tue ich das einfach darauf machen, die Farbe. Und ich finde das richtig cool irgendwie. Das schaut jetzt so aus. Und jetzt werde ich das in die Lampe geben und hole euch dann wieder zurück, wenn es fertig ist. Bis gleich. So, ich habe den jetzt noch gleich versiegelt. Weil da müsst ihr ja nicht dabei sein, wie man versiegelt, wisst ihr ja wahrscheinlich. Werde ihn jetzt abcleansern. Und so schaut das Design jetzt aus. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt. Ich finde es richtig cool. Also das ist so glasig und dann schimmert aber noch dieses Blau darunter, weil da Glitzer mit drin war. Also ich finde das richtig cool. Also gut. Ja, ihr könnt das auch mit jeder anderen beliebigen Farbe machen, mit Gelb, Grün, Blau, das ist egal. Ich hatte jetzt nur keine Lust, eins anzumischen, hatte das da und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao, bis dann!